Guten Morgen, herzlich willkommen hier in Hörsaal 2 zu unserem zweiten Vortrag, diesmal über skalierbare Geodatenverarbeitung in der Cloud mit Argo Workflows. Präsentiert von Frederik Diehl und Holger Bach vom Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen. Bitte schön. Ja, danke. Ja, den schwierigsten Teil hast du schon übernommen hier, danke. Nämlich, nämlich unseren Arbeitgeber vorzustellen. Der Titel ist mal so mit ziemlich lang. Also, wie gesagt, vielen Dank. Aber ich kann mir jetzt diese Folie jetzt auch schon mal sparen. Das ist ganz schön, weil du das übernommen hast. So, kommen wir dazu, was. Nee, es ist ja sehr gut. Kommen wir dazu, was euch hier heute erwartet. In dem Teil, den ich hier übernehme, das ist 1 und 2, werde ich kurz erzählen, was Argo Workflows überhaupt ist. Und dann werde ich auch eine kleine Live-Demo hier zeigen. Ich würde gerne mal wissen, wer hat schon mal mit Argo Workflows gearbeitet? Also die LGLN-Mitarbeiter jetzt mal außen vor. Okay, ja, das ist gut, weil es hat sich hier keiner gemeldet, sage ich jetzt mal für den Videostream, weil das werden wirklich nur ganz einfache Beispiele sein und wer da jetzt da schon irgendwie Vorkenntnisse hat, wer da vielleicht dann enttäuscht. Genau, und jetzt fange ich, Entschuldigung, und Frederiks Teil wird dann die Use Cases umfassen, die wir so bei uns im Team haben und dann noch ein Fazit ziehen über unsere Arbeit mit Argo Workflows. Genau, kommen wir zu den zur Einführung. Was ist Argo Workflows? Ja, eine Workflow Engine für Kubernetes. Also das heißt, es setzt zwingend einen Kubernetes Cluster voraus. Aber was ist jetzt eigentlich eine Workflow Engine? Und eine Workflow Engine führt definierte Arbeitsschritte aus und sorgt dann auch dafür, dass sie zu einem passenden Zeitpunkt ausgeführt werden und dass Abhängigkeiten berücksichtigt werden. Genau, das heißt, Argo orchestriert bestimmte Arbeitsschritte, gerade für rechenintensive Schritte ist das sehr gut. Genau. Was zeichnet Argo Workflows aus? Das hatte ich ja schon gesagt. Es ist für Kubernetes geeignet. Also man kann es natürlich lokal mit Minikube oder sowas ausführen, aber es ist halt für ein richtiges Cluster gedacht. Es ist implementiert als Custom Resource Definition, also man erweitert quasi das Kubernetes Cluster um neue Ressourcendefinitionen. Es parallelisiert oder es ermöglicht das Parallelisieren von Arbeitsschritten und Abhängigkeiten, das hatte ich auch schon gesagt. Es ist Cloud-Native und es gibt dadurch, dass es im Kubernetes-Cluster läuft, kann man es auch mit Kube-Control oder Kube-CTL oder wie man es auch nennen will, kann man es steuern. Man kann es über eine eigene CLI steuern, aber es gibt auch ein UI, das werden wir auch noch gleich sehen. Und wie es unter Kubernetes halt üblich ist, definiert man so eine neuen Ressourcen über eine YAML-Datei oder auch, wenn man will, über eine JSON-Datei. Genau. Da kann man auf der einen Seite schon mal so ein bisschen das UI sehen. Wir nutzen Argo Workflows für sehr unterschiedliche Sachen, natürlich zum Prozessieren von Geodaten. Da wird Frederik dann nachher noch was zu sagen. Wir bauen und testen unsere Images, die wir dann dem Nutzer zur Verfügung stellen, also unsere Anwendungen. Und haben auch einige zeitgesteuerte Jobs, Datenbank-Im und Exporte. Genau.
Was, also ja genau, CI/CD ist, hoppla, das war jetzt unbeabsichtigt. CI/CD ist natürlich auch ein Thema, was man mit Argo bearbeiten kann. Und für uns ist der Vorteil von Argo, weil wir Cloud-Native arbeiten, dass es eben halt Cloud-Native ist und dass die Skalierung sehr einfach möglich ist und man muss das nicht vorher schon im Projekt vorsehen. Also die einzelnen Arbeitsschritte müssen natürlich parallelisierbar sein, aber wenn sie das sind, dann ist das mit Argo halt sehr einfach zu machen. Und jetzt würde ich gern mal schematisch zeigen, wie so ein Workflow aussieht. Also man definiert halt einen Workflow, der hat einen Einstiegspunkt zu einem Template. Da habe ich jetzt hier zwei Templates mal beispielhaft dargestellt. Das eine Template, das hat definiert verschiedene Schritte, die können parallel ablaufen, die können auch hintereinander ablaufen. Und ein Template, in dem man ganz gut Abhängigkeiten definieren kann, das ist der gerichtete azyklische Graph. Genau, so sieht das aus. Und jetzt gucken wir uns das dann mal konkret an. Wie gesagt, es sind, ich muss jetzt hier mal zu meiner Argo-Instanz. Da läuft Argo in unserem Cluster. So sieht das aus. Ich habe hier zwei Workflows, die ich vielleicht noch mal vorher kurz darstellen sollte. Das ist erstmal dieser ganz einfache Hello World Workflow. Der macht eigentlich nichts weiter als ein Container. Also jeder Schritt in Argo Workflows ist immer ein Container. Der macht eigentlich nichts anderes als einen Docker-Container runterzuladen, in der Cloud auszuführen. Es wird ein Parameter-Message entgegengenommen. Da steht dann hier jetzt, der wird standardmäßig mit Hello World vorbelegt. Und dann wird hier das Kommando Causey ausgeführt. Und ich kann auf diesen Parameter, den ich da vordefiniert habe, diesen Message-Parameter, kann ich zugreifen über diese Variablen-Definition mit diesen doppelt geschweiften Klammern. Und genauso habe ich einen Input, den ich verändern kann. Das kann ich nämlich jetzt hier zeigen. Hello World wäre ja ein bisschen. Das ist jetzt. Ja. Ja, ich. Meinst du das? Ja, ich. Gut. Ich habe ein Fallback. Ich habe einen kleinen Film, den ich da zeigen kann. Das muss so sein bei Präsentation. Das ist alles richtig. Ja, ja. Genau. So, Moment. So. Ja. So, jetzt läuft dieser Workflow, ich ändere noch diesen Parameter ab, die Message, weil Hello World ist ja langweilig. Und jetzt startet dieser Container. Und das war jetzt ein bisschen schnell. Man hat dann gesehen, es ist tatsächlich auf der Konsole, in den Logs konnte man das sehen, ist dann Hello Foskis ist dann ausgegeben worden. Genau. Und warum ich das jetzt gewählt hatte, ist, man kann diese Workflows auch wieder verwenden. Das ist ja jetzt wirklich ein sehr einfacher Schritt.
den man hat. Man kann diesen Workflow wiederverwenden in einem anderen Workflow. Ich referenziere diesen Workflow, das mache ich hier in dieser Template-Ref, gebe dem einen anderen Parameter mit, diesen Message-Parameter, den wir schon gesehen haben, und definiere da einfach einen anderen String für. Und dann kann ich auch noch, weil es sich hier genau um einen DAG, also einen gerichteten azyklischen Graphen handelt, kann ich auch noch Abhängigkeiten definieren. Container B oder der Schritt B, Task B, ist abhängig von A. Das sieht man hier. Und genauso C ist auch abhängig von A. Die führen aber alle das Gleiche aus, bloß mit einem anderen String, der dann ausgegeben wird. Und D ist dann abhängig von B und C. Und das können wir uns dann auch nur im Filmchen angucken. Nicht mal das geht. Doch. Da möchte ich jetzt gerne nochmal wieder ganz am Anfang. Das ist... So. Da starte ich den. Ich ändere nichts an den Parametern diesmal. Jetzt wird Container A gestartet. Ich gucke mir noch nicht die Logs an. B und C werden gleichzeitig gestartet und jetzt sind die fertig und dann wird D gestartet. Genau, und jetzt kann man sehen, die Ausgabe ist tatsächlich eine andere als vorher. Okay, das können wir jetzt beenden. Genau, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Also das, was ich eben zeigen wollte, ist, man kann den Input den kann man anpassen, man kann den nächsten Schritt, den Output kann man übergeben, und so sind Argo Workflows sehr flexibel, und das ist auch diese Mehrstufigkeit, das ist etwas, was wir sehr viel nutzen bei uns im Team. So, und damit gebe ich an Frederik weiter. Ja, vielen Dank, Holger. Ich starte direkt mit dem nächsten Block, das sind die Use Cases. Okay. Ich würde gerne drei Dinge, die du gesagt hast, mit rübernehmen in meinen Block. Und zwar ist das einmal das Thema Kubernetes-Integration. Das heißt, wir sind bei uns im LLN in den Geolabs seit einigen Jahren jetzt schon dabei, unsere Entwicklung immer mehr auf die Cloud auszurichten, und mit der Lösung Argo Workflows sind wir da halt sehr flexibel. Also wir können Argo Workflows in jedem Cluster installieren und können so auch schnell dann unsere Entwicklungsumgebung wechseln. Das ist ein großer Vorteil davon. Dann das Zweite, was du gesagt hattest, das war das Thema Skalierung. Dadurch, dass das in Kubernetes direkt integriert ist, können wir natürlich auch die Chancen, die uns Kubernetes bietet, direkt mit nutzen, und das ist nun mal die Skalierung auch. Gerade bei einem Flächenstaat wie Niedersachsen, wo wir ja herkommen, wo viele Geodaten zu prozessieren sind, ist es wichtig, dass wir irgendwie Möglichkeiten haben, unsere Prozessierungszeiten runterzuschrauben und einfach schneller und aktueller zu werden in unseren Daten. Und das Letzte sind die Abhängigkeiten, die wir damit abbilden können. Es ist nun mal so, dass Prozessierung von Geodaten ja meistens nicht, ich stecke irgendwas rein, es kommt direkt irgendwas raus, sondern das sind mehrschrittige Prozesse, die untereinander Abhängigkeiten haben, und das müssen wir auch abbilden können. Hier habe ich einfach mal kurz versucht, wir nutzen Argo jetzt schon mehrere Jahre, und über diese Jahre haben sich verschiedene Anwendungsfälle herauskristallisiert, und ich habe das jetzt mal in 5 Rubriken unterteilt. Wir haben einmal das Thema Fernerkundung. Dadurch, dass wir bei uns einen Fachexperten für Fernerkundung auch im Team haben, ist das auch immer präsent.
Da sage ich jetzt nichts weiter zu, das kommt gleich noch. Dann natürlich auch die Containerisierung von unseren Anwendungen ist ein wichtiger Punkt, gerade auch im Kontext von Argo Workflows. Das heißt, wir brauchen auch irgendwelche Pipelines zum Bauen von unseren Images. Das bilden wir damit ab. Dann pflegen wir unsere Bestandsdaten, also wir aktualisieren regelmäßig die Daten in unseren Datenbanken mit den neu erfassten Objekten. Das machen wir dann auch über Argo, über zeitgesteuerte Jobs, die dann einmal am Tag, einmal in der Woche laufen. Dann der nächste Komplex ist das Thema Machine Learning. Wir bilden verschiedene Komponenten des Machine Learning Zyklus ab. Davon explizit ausgenommen ist das Training unserer Modelle. Da haben wir bisher festgestellt, dass es zu komplex ist, das in Kubernetes abzubilden. Deswegen lassen wir das auf virtuellen Maschinen laufen. Und der letzte Punkt ist ganz allgemein Prozessierung von Geodaten. Da kann es dann auch um Nachprozessierung von unseren KI-Ergebnissen gehen, aber da kann es auch um ganz normale Konvertierungsjobs geben, also von einem Datenformat ins andere. Das ist sehr vielfältig gefasst. So, jetzt habe ich drei Beispiele mitgebracht. Ich gucke, ob ich alles schaffe, vielleicht nur zwei. Das erste Beispiel, das zielt auf Copernicus-Daten, genauer gesagt Sentinel-2-Daten ab. Auf der rechten Seite, da können Sie eine Karte sehen mit verschiedenen wolkenfreien Sentinel-2-Landkreisen. Da hatte der Kollege Jonas Bostelmann bei uns auf Twitter einfach mal die Aufforderung gepostet, schickt mir doch mal Landkreise und ich produziere euch dann ein wolkenfreies Sentinel-2-Bild dazu. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Spielerei, aber die Idee dahinter ist, dass wir halt möglichst schnell in der Lage sind, Geodaten zu prozessieren und dann halt denen, die sie haben wollen, auch liefern zu können. Das soll dabei, der Zugang soll möglichst einfach und verlässlich sein. Da haben wir jetzt erstmal eine ganz einfache URL für die fertig produzierten Daten, die wir zur Verfügung stellen können. Dann das Thema Aktualität, habe ich ja schon erwähnt. Also wir wollen noch höher. Wir haben die Sentinel-2-Kacheln, die neu reinkommen von den Überfliegungen. Die werden immer irgendwann abends zur Verfügung gestellt. Und wir wollen dann halt so schnell wie möglich darauf aufbauend die fertigen Daten liefern können. Und der letzte Punkt natürlich, wir wollen da nichts händisch machen. Wir wollen, dass das Ganze automatisiert abläuft. Genau. Wie sieht der Prozess aus bei uns? Die Daten kommen abends rein. Wir haben dann einen Cron-Workflow, das ist auch eine Ressource von Argo Workflows, die dann losläuft zu einer bestimmten Zeit abends und dann erstmal schaut, welche neuen Kacheln gibt es denn. Dann nehmen wir uns diese Kacheln und teilen die erstmal in kleinere Bearbeitungseinheiten. Bei uns ist so ein Standardformat 8x8 Kilometer. Und da gucken wir dann an dieser Stelle, sind die denn wolkenfrei oder sind sie weit genug wolkenfrei, dass wir das nutzen können. Genau, und dann der nächste Schritt ist dann recht generisch gehalten. Da wollen wir dann verschiedene Produkte berechnen aus diesen wolkenfreien BE8-Kacheln, also 8x8 Kilometer-Kacheln. Das ist jetzt erstmal einfach ein Vegetationsindiz, der NDVI, den wir da berechnen können für die Landkreise, beziehungsweise erstmal auf 8x8 Kilometer-Basis und dann aber auch weiter Landbedeckungsklassifikation, KI-gestützt in Kooperation mit der Uni Hannover zum Beispiel. Aber da kann man sich x-beliebige Produkte überlegen, die daraus berechnet werden können. Und am Ende wollen wir dann informiert werden über das, was prozessiert wurde. Genau, hier habe ich nochmal noch so ein paar Statistiken zusammengeschrieben. Wir haben jetzt eine 9-Jahre-Historie aktuell. Wir haben schon über 50.000 Landkreise damit prozessiert. Kann man rechts sehen, also je heller die Farbe, desto mehr verfügbare Landkreise, je dunkler, desto weniger. Genau, und insgesamt haben wir über 7 Millionen 8x8 Kilometer Kacheln. Dann der nächste Block, der ist etwas näher an unserem Kernprodukt, was wir gerade aufbauen. Das ist die KI-gestützte Erkennung von Gebäudeumrissen aus Luftbildern. Und da nutzen wir die RGBI-Informationen aus den Luftbildern, aber es liegt ja recht nahe, dass die Höhe von einem Gebäude
auch eine relevante Information ist, eine relevante Charakteristik. Und deswegen berechnen wir aus LIDAR-Punktwolken normalisierte Oberflächenmodelle. Und das ist auch ein sehr ressourcenintensiver Prozess. Wir haben 3,1 Terabyte an LIDAR-Daten, die sich auf 1x1 Kilometer Kacheln verteilen und die müssen alle prozessiert werden. Aber der eigentliche Prozess dahinter, der ist für jede Kachel derselbe. Also haben wir hier die Chance, stark zu parallelisieren. Und ja, das gehe ich jetzt auch mal schnell durch. Wir leiten in einem ersten Schritt ein Oberflächenmodell aus den bereits klassifizierten Punktwolken ab, indem wir einfach die relevanten Klassen uns raussuchen. Das machen wir mit PEDAL, das ist die Point Data Abstraction Library. Und im nächsten Schritt nehmen wir dann ein DGM und normalisieren das erstellte Oberflächenmodell. Und am Ende mergen wir das dann auf dieselbe Größe wie unsere Orthofotos auf 2x2 Kilometer. Genau. Rechts sieht man einfach mal so einen parallelisierten Prozess da in Argo. Wir haben 2 Minuten ungefähr eine Laufzeit ohne Skalierung für eine Kachel. Das würde bei über 54.000 1x1 Kilometer Punktwolken recht lange dauern. Also wir reden hier über Wochen Prozessierungszeit. Wir können das Ganze aber auch skalieren in unserem Cluster und dadurch sind wir dann in der Lage, das in wenigen Tagen zu machen. Dann würde ich jetzt diesen Block einmal auslassen. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne stellen. Und zum Fazit kommen. Das sind die Punkte, die Argo selber quasi nennt als Highlights ihres Tools. Und wir können das eigentlich soweit auch bestätigen. Also im Bereich Datenprozessierung hat uns das massiv unterstützt, Argo. Wir haben dadurch wirklich Tage, Monate an Prozessierungszeit einsparen können. Im Bereich Machine Learning werben sie auch explizit mit dem Trainieren von Modellen. Das hat bei uns, wie gesagt, noch nicht so gut funktioniert. Aber andere Komponenten wie das Vorbereiten der Trainingsdaten und auch die Nachbearbeitung der Ergebnisse, das funktioniert wiederum sehr gut. Und CI/CD-Pipelines auch zusammen mit Argo Events und Argo CD wird bei uns im LGN auch verbreitet eingesetzt und funktioniert auch zuverlässig. Vielen Dank. Vielen Dank. Schöner Vortrag. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Es gibt einige Fragen, die ich vorlese, beziehungsweise gibt es hier im Raum auch Fragen. Dann kommt der Mirko mit dem Mikrofon vorbei. Die Frage mit den meisten Votes ist, gab es eine Abwägung zwischen Argo, Camunda, Airflow, in Klammern weitere Workflow-Engines? Wenn ja, was hat zu der Entscheidung zugunsten von Argo geführt? Wir haben zu Beginn abgewägt zwischen Airflow und Argo Workflows. Bei uns war einfach dann das Gefühl, dass es weniger komplex ist, dass man in der Konfiguration des Workflows ein bisschen flexibler ist, mehr Möglichkeiten hat und dass, ich glaube, Airflow ist eine Standalone-Variante und Argo Workflows ist halt in Kubernetes integriert, dass uns das einfach da auch noch, da brauchen wir keine Erweiterung, das macht es einfacher. Genau. Dann die nächste Frage. Argo CD Workflows ist ja eher ein Orchestrierungstool. Wie habt ihr die Verarbeitung der Daten implementiert? Sind das einzelne Python-Skripte? Da hat man ganz verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben unsere einzelnen Schritte innerhalb eines Workflows containerisiert. Das ist in der Regel Python-Code bei uns, aber in den CI/CD-Pipelines zum Beispiel nicht nur. Man kann aber auch in Argo, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt nur eine ganz kleine Sache, die ich da machen will, ich möchte jetzt nicht extra da eine Anwendung schreiben, containerisieren und so weiter, man kann auch direkt Skripte in der YAML-Datei mit aufnehmen und dann ausführen. Aber in der Regel ist es bei uns containerisiert, ja. Wie werden die Ergebnismengen von Prozess zu Prozess übergeben? Wir machen das bei größeren Dateien so, dass wir das in einen S3-Speicher zurückschreiben und dann im nächsten Schritt das wieder einlesen. Man kann aber auch Artefakte weitergeben an den nächsten Schritt. Also man kann das speichern und dann im nächsten Schritt wieder mit einlesen. Das geht auch. Okay, ja, das sind dann, ja, wie werden die Ergebnismengen von Prozess zu Prozess übergeben, hat sich damit eben auch geklärt. Vielen Dank. Gibt es hier noch Fragen? Nein, dann, da haben wir eine Frage. Moment, das Mikro kommt.
Ach, jetzt. Ja, vielen Dank. Das ist eher so eine generelle Frage zu Prozessierung in der Cloud. Gibt es bei euch auch Überlegungen über, also ihr habt ja sehr aufwendige Jobs, gibt es auch so Überlegungen Richtung Energieverbrauch und Maßnahmen, wie man den minimieren kann bei den ganzen Berechnungen, weil das ja sehr aufwendige Berechnungen sind. Danke. Ich glaube, da bin ich der Falsche, um das zu beantworten. Ich weiß nicht, ob da irgendwer was zu sagen kann. Also im Moment gibt es die... Mikro. Also ich glaube, bei uns im Team haben wir jetzt noch nicht über Energieverbrauch nachgedacht, würde ich mal behaupten. Ja. Okay, Green IT ist noch nicht euer Fokus. Oder kommt noch. Gut, dann bitte ich um einen letzten Applaus. Vielen Dank für den tollen Vortrag.